You've been called upon to return the future to humanity. Noch ein Pack dazu gewonnen. Noch ein Pack. Alright. Also, zwei Spiele vor. Zwei Leben. Dann. Ich denke aber, das Finalspiel wird dann auch. Wird es als Bonus. Finde ich toll. Also überhaupt so viel Level. Das wird vor allem davon ab. Ja, das. Wow. Was? Okay, das ist mir vollkommen egal. Der sag mal, wir beenden. Weniger. Okay. Holla die Waldfee, okay. Ich würde sagen. Und okay. Na gut. Nochmal. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Weg.
Ach, der ist ja sneaky. Okay, ich bin verloren. La la la. Okay, an dieser Stelle werde ich jetzt einfach mal den Spiel beenden. Da auf. Wie viel weiter? Kann ich. Oh, hey. Ich hab sogar nochmal geschafft. Gold zu sammeln. Man guckt doch, die Erfahrung. Also hier sind auch. Alle. Nein. Was? Aber ich hab hier. You destroy a character with health. Oh, okay. That was what. Der D-Card ist wirklich nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht, weil du brauchst irgendeine Möglichkeit, einen Haufen Karten wieder ins Deck zu mischen. Also, boah. Karte ist. Diese Ashen Soul Karten sind halt stärker als für ihre Mana. Für ihre Fernsehigkeit vielleicht. Sportkarte zerstören und allen Ashen Souls 2 Schaden. Ich hätte nicht gewusst. Nur gegen Ashen Souls kämpfen wäre, das ist natürlich total gut. Normalerweise. Ah! Haha! Popular Educator, also beliebter. Beliebter als hier. Lehrer wahrscheinlich. Ende deines Zuges. Ja, sie haben das auch. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Der bringt ein Manuskript mit. Red Wine Prana. Und Wein Prana. Okay. One damage to a friendly character. Gain. Ah. Ah. Hunter. Okay, und das war's. Wir haben jetzt quasi ewiglich ins Spiel reingeguckt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann denkt, wenn der Stream jetzt nicht so toll war, lade das. Wird in 20 Minuten kurz schön eine nach dem anderen kommen. Ich hätte dann eine ganze Menge gesehen, aber auch den Rest. Und bleibt mir nichts weiter übrig als merkt euch 26.5. Da wird das Spiel offiziell released, das ist nächste Woche. Also, offiziell released heißt Early Access auf Steam. Es wird wohl auch laut Plan für alle Kunden erscheinen. Wird auch natürlich für Mac erscheinen. Bestimmt werden auch die mobilen Geräte alle bedient werden. Aber da geht es dann schon mal los mit Early Access. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als euch viel Spaß beim selber Spielen zu wünschen. Und auf Wiedersehen, Internet! Tschüss, euer Aden.